Hallo ihr Lieben. Hola, buenos dias. Wo sind wir hier? Wir haben heute mal einen Ausflug gemacht. Am Sonntag ist ja unser freier Tag. Auch der freie Tag von vielen anderen Spaniern. Mhm. Und sind jetzt heute mal hier in Magaluf. Momentan sind wir am Strand von Magaluf. Der erste richtige Sommertag, ne? Ja. Also wir haben schon, glaube ich, 27 Grad gefühlt, noch mehr. Ja. Haben aber einen angenehmen Wind. Und nehmen euch einfach mal mit und gucken einfach mal, was an einem Sonntag so los ist. Also Strand ist noch ganz wenig gefüllt, aber angenehm, ne? Wenn wir jetzt sagen würden, wir würden gerne schwimmen gehen, würde uns das heute gut tun. Ist auf jeden Fall, ja, genau, ist nicht so voll. Leute sind zwar schon alle, ja, man sieht, es ist Bewegung. Es ist ja, wie gesagt, auch Sonntag, auch der freie Tag für viele Einheimische. Viele Boote sind draußen. Wunderschön, guckt das mal, ja, ganz toll. Ja. Tolles Wetter heute, 27 Grad, gefühlt noch ein bisschen wärmer. Ja. Und ja. Wann waren wir das letzte Mal hier? In Magaluf waren wir, ja, glaube ich, im Oktober. Ich glaube auch. Da waren wir auch hier vorne im Casablanca gesessen. Da war gar nichts los. Genau, da war gar nichts. Das war, nachdem ja dann wieder von Deutschland aus Mallorca Risikogebiet war. Ja. Oder wieder zum Risikogebiet erklärt wurde. Genau. Dann waren wir hier, weil wir da ja im Laden wenig zu tun haben. Ich glaube, das war im Oktober. Oder vielleicht auch September. Ja. Irgendwann zu September. Es war noch relativ warm, weil der Strand hinten voll war. Wo wir jetzt nachher noch hinlaufen. Am anderen da war nämlich doch das so, dass wir gesagt haben, warum ist der so voll? Ja. Aber im Nachhinein natürlich ganz klar war, weil das sind nämlich die ganzen Arbeitslosen gewesen. Genau, da waren wir sogar unter der Woche da, und so richtig. Sind, ne? Und da und waren so ja weiter. Alle ohne Arbeit. Und genau. Dann war der Strand trotzdem, aber das heißt voll, also. Ja, war voller, er war voller als wir erwartet haben. Oder er war so voll wie jetzt hier vielleicht. Ja. Ich habe das Gefühl, es war voller. Vielleicht war ein bisschen voller. Wir müssen mal nochmal das Video und die Fotos von damals anschauen. Ja. Dann wissen wir es. Ein Traumwasser hier vorne. Ein Traumwasser. Duschen sind immer noch out of order. Ja. Duschen darf man noch nicht. Aber wenigstens schon mal ins Meer. Oh, da hinten macht einer mit dem Jetski Kapriolen. Ein Steher-Jetski, wenn ich es richtig sehe. Der macht gerade Sprünge. Herrlich, ne? Herrlich. Also hier könnte man es aushalten, wenn jetzt hier so eine kleine Beachbar wäre, würden wir uns hier gleich hinsetzen. Ja, da unten die zwei Jungs, die haben Spaß mit dem Jetski. Ein herrlicher Tag, der Appetit macht, ne? Auf Sommer. Ich hoffe jetzt mal, dass die Musik uns dann nicht irgendwie durch die GEMA dann irgendwie stumm schaltet, wenn wir auf dem Video sind. Genau, richtig, genau. Schaltet dann die GEMA wegen Musik stumm. Das ist dann blöd. Aber bei solcher Musik machen wir, glaube ich, keine Gedanken. Schauen wir mal, wie es dann so ist. Oh, herrlich. Hier oben rumzulaufen ist immer wieder schön. Also, es gibt selbst in Magaluf richtig schöne Ecken. Das ist jetzt zwischen den beiden Stränden von Magaluf ist so ein kleiner Pfad oder Weg. Da kann man direkt am Meer entlang vom einen Strand zum anderen laufen. Ja. Was auch letztes Jahr auch im September, Oktober waren, wo wir hier waren, festgestellt haben, ist es heute auch wieder. Es gibt wirklich sehr, sehr viele Boote hier. Also das ist echt auch immer eine Bucht, ein Ausflugsziel für die Boote. Ja, die Einheimischen auch, die einfach ne, ihre Boote jetzt nutzen können, dass es einfach nicht zu voll ist. Und die nutzen das Wetter natürlich heute aus.
wunderschöner Tag. Ja, absolut. Wollt hier waren wir letztes Mal auch unten. Das ist auch so der Hundestrand hier, hat man das Gefühl. Ja. Komm mal kurz zurück hier. Schau mal kurz, wie das hier aussieht. Moment. Gehen wir hier ein Stück runter. Und dann sagen wir euch mal kurz beide Hallo. Gucken, ob wir beide drauf sind. Da kommen gerade noch andere vorbei. Ja, aber es ist ganz schön, weil du ein bisschen im Schatten bist. Ja. Ja, und mal schauen, ob ich es nachher rausschneiden muss oder ob ihr uns seht. Hallo, ihr Lieben. Ja. Hoffe, euch geht's gut. Genau. Hola, erstmal. Hola, erstmal. Ne? Genau. Hier ist es ganz schön, weil wir so ein bisschen Schatten haben. Ja. Aber wir genießen das jetzt einfach und gucken gleich mal auch, wo wir ein bisschen was trinken können. Und ja. Ja. Nehmt euch einfach mal mit. Nehmt euch noch ein Stück mit. Genau. Die Jungs da unten hier beim Jetski fahren. Hey, jupsa, einer ist gefallen. Und weiter geht's. Das macht den Jetskis ja gar nichts aus, ne? Wenn die so wirklich ins Wasser geduckt werden. Nein, das sind und so weiter. Das sind die Steher-Jetskis, also nicht die, wo man sitzt und bequem fährt, sondern das sind die Steher-Jetskis. Ja. Und mit denen kannst du viel machen. Mit denen kannst du springen, mit denen kannst du tauchen. Also mit denen springen und tauchen. Ja, da kannst du richtig halt Spaß haben, wenn man es kann. Machen. Ich glaube, eins hatte ich vorher schon richtig schön drauf. Mhm. Das hat man nachher sehen, wenn man das Video dann auf dem Computer. Und für die Hunde natürlich auch ein Mecker. Das ist doch nicht so ein Hundestrand. Ja, genau, was sehr, sehr steinig ist. Und eigentlich sich zum Hinlegen ja gar nicht so lohnt, ne? Ne. Aber schön, für die Hunde da hinten schwimmt einer. Sehr, sehr schön, ja. Von den Hunden. Ja. Waren wir auch letztes Samstag unten. Ja, einmal unten saßen wir da auch auf dem Stein, glaube ich. Richtig, genau. Ich glaube auch, das war so. Könnte Oktober gewesen sein, weil sonst wäre es zu heiß gewesen. Hola, buenas. Oh, schon unten da der Steg. Ja. Ja, könnt schon recht haben, dass es war wie letztes Jahr im Oktober von der Fülle, ne? Am Strand. Ja, war ungefähr oder? Gleich. Ja. Nur mit Einheimischen. Ja. Dürften auch jetzt noch viele Einheimische sein, weil ja, soweit ich weiß, die Engländer auch noch gar nicht kommen können. Ne? Mhm. Die haben ja, glaube ich, von England nochmal Reiseverbot bekommen bis irgendwie im Juni oder so, ich weiß es gar nicht mehr ganz genau. Wollen wir da unten rumlaufen? Ja, gehen wir da unten rum, oder? Ja, können wir wieder unten runtergehen. Eine Promenade. Das war da auch das Hotel rechts, was noch zu hatte. Ja, richtig. Wo wir im Oktober den Rundgang gemacht haben. Ja. Da war ja eigentlich fast alles noch zu. Jetzt sieht es aber offen aus und gerichtet. Ja. Ja, wobei, da stehen Kanus, ne, da hinten. Ja, das ist aber eine Apartmentanlage, glaube ich. Das ist eine Apartmentanlage, aber war komplett verriegelt. Ja, sieht gar nicht nach, weil das ist ein Apartmenthotel, keine Ahnung. Naja, Magaluf ist nicht unsere Gegend. Nee. Normalerweise, da kann ich gar nicht sagen, ob das eine Apartmentanlage ist. Ja. Oder ob das einfach private Wohnungen sind. Ja. Aber alles sehr gesittet. Ja. Bringen die Leute sich wie immer ihr Picknick mit und genießen das in ihrer Familie. Ja, wenn man weiß, wie es hier normalerweise aussieht, wenn dann die englischen Partytouristen da sind. Ist das schon alles sehr gefittet aktuell? Ja, finde ich auch. Mhm. Weißt du, genau, da war sogar der McDonald's geschlossen. Richtig, ja, da war alles zu. Da war alles zu. Da war wirklich alles zu.
Ich muss sagen, so wir jetzt als Einheimische fühlt sich wohl hier spazieren zu gehen. Also es ist irgendwie alles sehr entspannt, finde ich. Ne, so dieser Move ist nicht irgendwie, ne? Ja, wir sagen es auch immer wieder, wenn... Entspannend. Momentan kann man die Insel echt gut genießen. Es ist alles nicht so überrannt. Klar. Es gibt Parkplätze, wenn man ein bisschen sucht. Es gibt Platz am Strand. Das ist alles nicht so voll wie normal zu der Zeit, ja, logischerweise. Genau. Ja. Da hat man auch vieles zu, rechts, Schatz, wenn du da mal hinguckst. Ja, die haben alle noch zu. Ich glaube auch das Hotel und so weiter, die haben die Cocktailbar zu. Cocktailbar hat noch zu, das Hotel daneben hat auch noch zu. Und ich denke mal, wenn sie jetzt zu sind, dann werden die auch nicht mehr aufmachen. Ja, viele Hoteliers haben gesagt, sie lassen zu, wenn die Engländer nicht kommen dürfen. Ja. Und dann plant sicherlich ein Teil der Hotels, vermute ich, nochmal aufzumachen, ab dem Moment, wo die Engländer kommen. Vielleicht wann im kommen Juni. Die denn? Ich glaube, im Juni dürfen die wieder. Auch. Ist Mitte momentan Juni, Bestand. Ende Juni, ja. Aber sie ist ja schon zwei, drei Mal, sie können wieder kommen und sind dann doch wieder nicht gekommen. Ja, genau. Und wir haben gestern gehört, auch von der Ostküste, Cala Mayor, Cala Ratllada, natürlich, es lassen einige Läden, Geschäfte, Cocktailbars dieses Jahr komplett zu, weil sie einfach zu unsicher sind, was passiert und ob es sich lohnt. Und das wird auch hier so sein. Nach wie vor gehe ich davon aus, dass nur 30% der Hotels öffnen werden, weil die restlichen werden einfach sagen, nee, es lohnt sich nicht. Wir werden auch einige Cocktailbars und einige Geschäfte nicht aufmachen, weil es sich einfach nicht lohnt. Ja gut, wir haben jetzt auch schon fast Ende Mai. Ja, die Zeit geht dann schon auch. Gut, es wird noch ein bisschen geimpft, dann ist irgendwann das Impfen in Deutschland auch weiter, irgendwann vielleicht im Juni, hier dann auch. Naja, jetzt haben wir dann schon, wenn wir dann davon ausgehen, Juni, Juli, August, September, dann sind es eigentlich schon wieder 4 Monate. Dann ist es schon wieder fast vorbei in vielen Orten. Und dafür lohnt es sich halt schon manche nicht aufzumachen, wenn sie nicht wissen, ob sich dementsprechend genug Touristen gefüllt finden, kriegen. Die, ne? Ja, klar. Schön ist es, dass die hier so ein bisschen Beachvolleyball-Möglichkeiten geben. Ja. Schön. Und hier hast du natürlich auch noch viel Möglichkeit, im Schatten dein Plätzchen zu kriegen. Auch alles relativ leise für... Ich finde auch. Magaluf, keine Musik, keine... Sehr angenehm. Hier ist natürlich immer sehr begehrt. Ja, es ist wie so eine Art... schön aufgeteilt. Ist halt alles wie schön so ein im Schatten hier. Ja. Hier hast du direkt im... Genau, direkt am Strand hast du einen schönen Platz zum Picknicken. Im Schatten ist nicht so warm. Ja. Vielleicht perfekt. Die hatten sogar auf letztes Jahr im Oktober, aber da haben wir den Sitz gekauft, weißt du noch? War, glaube ich, der einzige, der offen hatte. Und der Scheringito, der voll war, auch damals, weißt du? Das sieht aber heute auch wieder richtig probevoll aus. Da war der Mülleimer, es ist sowas von überfüllt. Ja. Das ist ja die Kette, die es bei uns ja auch in Portichol mal gab. Ja, Lao Lao gibt es überall. Genau. Das ist ein Franchise-Nehmer, glaube ich. Der hat überall seine, ich glaube, Joghurt-Eisläden. Ja, genau. Genau denselben Weg sind wir auch, ne, im Oktober gegangen. Ja. Also man merkt schon, dass wirklich ein bisschen mehr Bewegung ist und dass es auch gut tut, ne? Ja, das ist auch mehr Leben. Ganz wichtig. Mehr Leben. Ja. Ganz, ganz wichtig. Wieder ein bisschen Normalität. Gut, wie gesagt, es gibt Läden, die hatten immer zu tun. Ja. Hier gerade El Chiringo, der hatte auch letztes Jahr, wo wir hier waren, September, Oktober, auch offen, da war auch gut besucht. Ja. Da war allerdings der Strand sonst nicht ganz so voll, aber der ist auch heute natürlich wieder. Das ist aber, glaube ich, auch hier an dem Strandabschnitt, glaube ich, die einzige Beachbar direkt am Strand. Ja. Und dementsprechend ist er nicht gut gefühlt. Dürfen ja jetzt auch die Terrassen bei uns wieder zu 100% aufstuhlen. Ja. Deshalb sieht es auch wieder mit voller Personen aus. Personen, ne? Pro Tisch. Ja. Aber sie dürfen komplett aufmachen. Dementsprechend ist es dann natürlich auch schon auf den Terrassen voller, weil es einfach schon wieder mehr Tische
aufstellen dürfen. Ja, genau. Mhm. Aber sehr, sehr ruhig, angenehm. Als ob auch die Siesta hier eingehalten wird. Ja, es sind halt einfach dieses Jahr, und das wird es auch bleiben, die Feierleute nicht da, die dann halt in Gruppen auftreten. Am Strand das typische Eimersaufen, ja, und so weiter. Musikboxen. Das gibt es halt dieses anhaben. Jahr nicht und wird es auch dieses Jahr wahrscheinlich gar nicht geben. Guck mal, rechts ist das Melia. Ja, das ist dann alles etwas ruhiger. Das bleibt wohl auch zu. Ja, ne? Das hat noch zu. Ups, fast meine Frau drauf auf Meter, jetzt ist sie drauf. Ja, da ist das Melia. Kennen wir auch gar nicht, aber das ist noch komplett dicht. Guck mal, wie das in 2 Jahren zuwächst, der Eingang. Ja. Ne? Ja. Guck dir mal oben rechts oder so an. Ist anderthalb Jahre alles zu. Ja. Und es ist echt schon eingewachsen. Hier, mal gucken. Ja. Gespannt, wenn wir aufs nächste Mal, wenn wir mal irgendwann kommen, ob es dieses Jahr noch aufmacht oder nicht. Momentan sieht es nicht so danach aus. Sieht es nicht so danach aus. Wobei, da oben steht eine Putzflasche. Ja, und Licht ist da hinten, oder? In dem und rechten Fenster. Da hinten ist, ja, nee, das sind Spiegelungen. Ah, es sind Spiegelungen. Spiegelung. Also im Moment sieht es so aus, als ob zum Beispiel das Melia hier, ja, Inside bei Melia nicht aufmacht. Gar aber nicht aufmacht, ja, wir werden es sehen. Ja. Und jetzt Lage, das Melia hat eine sensationelle Lage. Es ist, ja, direkt, ist direkt, direkt am Strand. Also du hast wirklich, ja, hier oben den Pool. Scheint auch relativ neu zu sein. Ja, da oben den Pool. Und dann vom Pool einmal umdrehen. Und direkt am Meer. Wunderschöne Lage. Also Hammerlage. Ja, aber wunderschöne Lage. Hast du. Ja. So, Polizei haben einen Einsatz. Die springen gerade ins Auto. Die haben sich aber erst einen Kaffee geholt. Wir haben einen Kaffee geholt und jetzt geht es zum Einsatz. Ja. Kontrollieren, dass wir auch alle schön die Masken aufhaben. Ja. Ey, der hat keine Maske auf. Hier sind wir auch letztes Jahr vorbeigelaufen. Ja, da sind wir auch an dem Hotel, das meinte ich. Ja. Die waren geschlossen, die waren wo geschlossen. Wir jetzt dachten, das war die Wohnanlage. Dachtest, das wäre ja, gewesen. Genau. Genau. Ja. Ja, stimmt. Ja. So, hier sind dann auch schon wieder. Wobei hier zum Beispiel, gucken wir schon mal wieder hier auch, ups, zu weit gedreht, Pizzeria, die hat zu. Ja, natürlich, obwohl sie auch die Möglichkeit hätte aufzumachen. Ja, obwohl sie die Möglichkeit hätte, mit der Terrasse, ja, aufzumachen, locker, direkt in der ersten Linie. Ja, hier ist locker offen. Mhm. Also weiß ich auch nicht, wenn ich jetzt die Pizzeria hätte, direkt in der ersten Linie, wenn ich sehe, hier sind Gäste. Ja. Also ich glaube, ich würde meine Gäste, oder wir würden, glaube ich, unsere Gäste, unsere Pizzeria aufmachen. Ja, absolut. Diana Beach Club hat auch Terrasse, macht auch nicht auf. Und bei dem, was hier los ist, direkt am Meer. Also ich würde, glaube ich, probieren. Wobei, die pflanzen schon die Blumen. Ja, ja, also gut, die werden bald aufmachen. Dann werden dann bald aufmachen, schätze ich. Aber hier auch Pizzeria, Pancakes, perfekt zum Mitnehmen am Strand. Ja, riesen, ne? Wenn das so voll ist. Riesen. Und hat eine riesen Terrasse. Ja. Selbes Spiel, würde ich aufmachen. Ja, absolut. Aber gut. Ja. Manchen ist es vielleicht zu wenig, wenn sie nur 30% vom Umsatz machen. Ja. Lassen dann lieber komplett zu. Mhm. Naja, wer es sich erlauben kann. Heute hätte man sich schon trauen können, mal ein Bäderchen zu nehmen. Also heute, ja gut, vor allem ist ja hier immer das Schöne, sagen wir hier, auch das Meer ist ja unheimlich flach. Und dadurch, für dass Kinder es flach ist, ist es natürlich ganz, relativ ganz schnell warm. Also hier, ja, kann man heute definitiv gut baden gehen. Ja. Weil wenn das Meer so flach ist, überall wo es so flach ist, ist es ja schneller warm durch, ja, die Sonne. Und dann kann es auch schon gut baden gehen. Ja. War damals ein Bootsanstieg, ne? Oder an, da war mal irgendwas, ja. Bootsanlegerplatz. Aber wir wollten heute ein Video machen. Ja. Euch. Und nachher natürlich noch was Leckeres trinken. Trinken. Und dann, ja, haben wir gesagt, baden noch nicht. Wobei ich eigentlich immer erst auf Juni baden gehe. Insofern
Ja, ist ja eh noch zu früh. Aber hier wird's gehen. Genau, das hier, was du meinst, das hat immer noch zu. Hat immer noch zu. Da ist immer noch nichts. Ja. Auch eine gigantische Lage direkt ans Meer gebaut. Ohne Ende. Und vermutlich haben fast alle, da dürften fast alle Zimmer, Moment, ich gehe ein bisschen nach oben, da dürften eigentlich fast alle Zimmer von der Terrasse aus auf jeden Fall Meerblick haben, weil hier ist direkt das Meer. Ja. Also praktisch davor an der Stirnseite, hier ist auch direkt das Meer rüber. Also die haben wahrscheinlich alle Meerblick. Ja. Aber auch noch geschlossen in Magaluf. Mhm. Oh, Sandras Lieblingsschuhe. Mhm. Ja, aber hier haben sie schon mal sauber gemacht, weil sonst wird es nicht so aussehen. Gerade eine Palme macht doch unheimlich viel Schmutz. Das war letztes Jahr alles schmutzig. Ja, ja, stimmt. Das heißt, gereinigt grob haben sie das schon mal. Ja, das sieht so aus, als ob sie das schon mal vorbereitet hatten für die Zeit, wo es eigentlich geplant war, dass aufgemacht wird. Und dann war es halt... Warten sie jetzt noch. Doch nicht. Ja, das ist jetzt gleich der dritte Strand. Von Palma Nova und Magaluf, wir sind dann Palma Nova losgelaufen. Es gibt dann so drei Strände hier, die miteinander verbunden sind. Und das ist jetzt, glaube ich, der Strand, bin aber nicht ganz sicher. Wo Nikki Beach sein muss. Wo das Nikki Beach da ganz oben ist, glaube ich. Da irgendwo? Ich glaube ja. Oder da irgendwo. Oder ist es nochmal dahinter sogar? Ja, das weiß ich jetzt gar nicht genau. Ja, da sieht man, Magaluf ist nicht so unsere Ecke. Also entweder hier oder nochmal ein Stück weiter oben hinter dem Berg, das weiß ich nicht genau. Da ist dann das berühmt-berüchtigte Nikki Beach. Ja. Aber ich glaube, weiter müssen wir gar nicht mehr gehen. Nee, die Frage ist, wollen wir hier hinten rum oder wollen wir einfach hier wieder zurück? Wir schauen mal, ob wir hier noch hinten rum können. Vielleicht an die Straße kommen. Ob wir da an die Straße kommen. Mhm. Aber guck mal, es ist sauber. Ja, ist sauber, absolut. Pool ist schon wieder eingelassen. Ja, dann ja, Pool ist schon wieder denke ich schon, dass die dann jetzt in ein, zwei Wochen aufmachen. Ja, ich denke, sobald die englische Regierung, die UK-Regierung sagt, die dürfen wieder reisen, dann stehen die wahrscheinlich in Startlöchern. Und dann werden einige aufmachen, weil dann wahrscheinlich die Engländer, weil die halt hier auf die Engländer hoffen, hier in Palma Nova, in Magaluf. Ja. Und dann müssen wir, glaube ich, nochmal kommen, wenn hier richtig das Wasser, wie toll. Die Engländer kommen und dann gucken, wie es sich verändert hat. Hm. Ist aber schon Wahnsinn, wie manche Orte auf Mallorca, so wie dann Palma Nova, Magaluf, absolut vom englischen Tourismus abhängig ist. Ja. Arenal dann wieder vom deutschen Tourismus abhängig ist. Und es da wirklich so Orte gibt wie hier, solange die Engländer nicht reisen dürfen, lassen die lieber zu. Hier hat auch noch alles zu. Cafeteria Playa mit Take-Away-Service. Vier Sterne. Die Einheimischen bringen halt auch viele selber mit. Die gehen euch gar nicht so Take-Away machen. Die gehen vor den Supermarkt und bringen ihre Kühlboxen mit. Und bringen dann ihre eigenen Sachen mit. Das ist ganz klar. Kommen wir hinten raus in Magaluf. Das ist immer das in diesen Orten hier, wo wir immer sagen, vorne am Strand entlang ist es eigentlich echt schön, weil die auch schöne große Strände haben. Na gut, wenn du hinten reinläufst, dann wird es halt schon wieder ein typischer Touristenort. Ja. Und da sehen sie aber irgendwie hinten drin alle gleich aus. Die Läden sind irgendwie alle gleich gebaut. Ich glaube, es ist egal, ob du in Cala Major spazieren läufst oder durch Pagera läufst oder hier in Magaluf. Die sind alle irgendwie hinten drin, also sobald man vom Strand weg ist, sind sie alle irgendwie gleich gebaut. Stimmt. Er hat vollkommen recht mit dem, was er sagt. Ja. Absolut.
Wollen wir an der Straße entlang oder gehen wir wieder am Beach entlang? Wir gehen wieder am Beach entlang. Ich mache mal die Kamera aus und dann mache ich vielleicht nachher noch mal was, wenn wir irgendwo essen sind. Das schneide ich dann hinten dran. Das geht ja heute alles schön. Vielleicht laufen wir nachher noch kurz bis zur Marina, zum Hafen von Palma Nova. Und das nehme ich dann nachher noch mal auf und hänge ich einfach hinten dran. Dann erstmal bis dann. Jetzt, wie versprochen, sind wir wieder kurz da. Wir sind jetzt wieder am Anfang in Palma Nova und sind jetzt hier am Casablanca. Das ist hier direkt wirklich am Strand. Und hier gehen wir jetzt eine Kleinigkeit essen und trinken am Sonntag. Sandra sitzt schon da, hat schon die Getränke da. Den ersten kühlen Drink am ersten Sommertag. Ja. Und hier sitzt man Mein Sonnenschirm fliegt weg. Recht schön. Fliegt schon wieder ein Sonnenschirm weg. Ja, das ist immer, wenn wir da sind, fliegen hier Sonnenschirme in der Gegend rum vom Wind. Hatten wir letztes Mal auch, wo wir da waren. Auch ein Sonnenschirm spazieren geflogen. Weißt du noch? Das war damals auch so. War genau das Gleiche. Ja. Ja. Salut, mein Schatz. So ein Riesenbier hattest du noch nie, ne? Nee, muss mal sein. Salut. Oh, meine Frau sieht man gar nicht. Ah, da ist sie. Salut, ihr Lieben. Und Wasser. Geht gut. Geht gut. Mhm. Schönes Shanti mit viel Limon. Autofahrer-Shanti. Und Sandra trinkt einen schönen Roséwein. Ja. So, jetzt ist Sandra auf der Suche nach ein Parmesan. Bei uns gibt es jetzt hier Spaghetti. Spaghetti. So, Schatzi, fertig mit dem Essen, fertig mit dem Trinken. Mhm. Maske auf, Brille auf. Hast du alles dabei, deine Tasche zu machen? Kappe auf, Tasche zu. Tasche zu. Tasche ausfädeln, umhängen und los geht's. Ja, bewegen. Check, bewegen. Check, check. Nach dem Essen. So, jetzt fahren wir hier im Can Blanc was essen. Sandra muss gucken, dass hinter mir niemand kommt. Ja, geht noch. So, und jetzt geht's retour Richtung Auto. Und dann ist unser Ausflug auch schon beendet nach Magaluf. Lavendel. Ja, nimm was mit. Nein, da klaut man nichts. Und dann bleibt das Übliche, wir brauchen dringend noch YouTube-Follower. Also auf YouTube einfach Follow klicken, abonnieren, Daumen nach oben, dabei bleiben. Stay tuned. Und schauen, was Neues kommt. Genau. Mal gucken, ob wir es bald öfter schaffen, euch mal Videos zu präsentieren. Öfters im Team, Sandra und ich. Ja. Stay tuned, hat Sandra gerade schon gesagt. Ja, genau. Da hinten ist eine ganz kleine Marina von Magaluf. Da liegen ein paar Boote. Ne, stimmt nicht, ist nicht Magaluf, ist glaube ich Palma Nova. Palma Nova, genau. Das ist eine kleine Marina von Palma Nova. Ja. Und wir gehen jetzt gleich über die Straße oder sollen wir zur Marina laufen? Ja, das ist ja keine Marina. Das ist ja ein Witz. Es ist ein kleiner Hafen mit ein paar Booten. Wir machen mal eine größere Marina. Ich glaube auch. Wir gehen jetzt zu unserem Auto. Genau. Sagen Bye-bye aus Palma Nova und Magaluf. Und adios. Hören uns hoffentlich bald wieder. Adios. Ciao. Wir freuen uns, wenn ihr uns einen Daumen hoch gebt und natürlich auch über jedes Abo, das ihr für unseren Kanal abschließt. Macht es gut, bis zum nächsten Mal.